Gut, dann erstmal schönen Tag von meiner Seite. Eine kurze Vorstellung. Ich arbeite in Nürnberg bei Siemens, habe da circa 25 Jahre in der Softwareentwicklung für Netz- und Stationsleitsysteme und auch in der Abwicklung dieser Systeme gearbeitet. Und seit ungefähr 10 Jahren bin ich im Produktmanagement tätig und bin verantwortlich für einen Teil unseres Netzleittechnik-Portfolios. Bei der Standardisierung arbeite ich konkret in der Working Group 14. Das heißt, das ist die Arbeitsgruppe, die sich mit, mit SIM für Verteilnetze beschäftigt. Das heißt, wir definieren die Erweiterung des SIM-Modells, die notwendig sind, um ein Verteilnetz beschreiben zu können, also die Spezifika für ein Verteilnetz. Und wir erweitern auch das SIM-Modell um die Einheiten, die notwendig sind, um in einem Gesamtverbund eines Verteilnetzbetreibers alle Systeme miteinander zu koppeln. Also die Idee ist, ich habe Outage-Management-Systeme, ich habe Asset-Management-Systeme, ich habe ein Netzleitsystem oder DMS-System, ich habe Planungssysteme, die alle miteinander kommunizieren müssen, Daten austauschen müssen, aber auch kommunizieren im Sinne von einem Workflow. Also wenn ich zum Beispiel einen Outage in seinem ganzen Lebenszyklus bearbeiten muss, dann ist ein Outage-Management betroffen, es ist ein DMS-System betroffen, soweit ich eins habe, es ist teilweise ein Asset-Management-System betroffen, wenn ich neue Assets brauche, ist ein Crew-Management-System betroffen. Also es gibt viele Systeme, die in so einer Kette notwendig sind. Und die Idee der Profile, Messages, die in der WG14 definiert sind, sind genau diese, solche Workflows zu unterstützen. Gut, das Thema meines Vortrags ist jetzt ein SIM-Modellierungsbeispiel. Ich hoffe, dass das nach der Mittagspause auch einfach genug ist, weil das ja immer etwas schwierig ist. Gut, ich komme nochmal ganz grob auf die Architektur von SIM zurück, aber nur ganz kurz. Dann möchte ich an einem ganz einfachen Beispiel mal die Basisbegriffe, Technologien von dem SIM-Modell erläutern. Das Beispiel ist übrigens aus dem SIM-Primer von EPRI. Das ist vielleicht für die sich noch mehr mit beschäftigen wollen, ein ganz guter Einstieg, weil das relativ gut einfach den Hintergrund dieser, wie so eine Modellierung aufgebaut ist, wie man da vorgeht, beschreibt. Gut, und dann noch ein konkretes Beispiel aus dem Stromnetz. Wie sieht das dann konkret da aus für ein Subset der Objekte, die man da braucht, und noch eine kurze Zusammenfassung. Gut, das Bild haben wir heute früh auch schon gesehen. Im Prinzip gibt es die drei Teile. Das CIM-UML, das ist das semantische Modell. Also semantisches Modell, das hat mich der Heiko gerade gefragt. Wie beschreibt man das jetzt am sinnvollsten? Ich erkläre es mal so, um Objekte gleichermaßen zu verstehen zwischen verschiedenen Personen oder Systemen, muss ich eine Beschreibungsform finden, die eindeutig festlegt, was ich damit meine. Und das ist eigentlich das semantische Modell. Also ich habe eine Bedeutung beschrieben, indem ich die Eigenschaften von Objekten beschreibe, die Beziehungen zwischen den Objekten. Das ist das semantische Modell. Als nächsten Schritt gibt es dann, oder darauf aufbauend, gibt es dann diesen kontextabhängigen Layer, die Profile, von denen wir auch schon geredet haben. Das ist dann wirklich das, was ich für eine konkrete Anwendung verwende. Also wenn zum Beispiel ein Outage-Management-System mit einem DMS- oder Netzleitsystem spricht, dann haben die ja ganz bestimmte Anwendungen,
wegen denen sie Informationen austauschen. Zum Beispiel ein Outage-Management bekommt mit, wenn über Trouble Calls Outages gemeldet sind, die im System selber nicht bekannt sind, weil zum Beispiel diese ganzen Geräte nicht ferngemeldet sind. Also ein DMS-System kriegt ja ein Outage nur mit, wenn das ferngemeldete Geräte sind. Ein Outage-Management-System kriegt natürlich auch Outages gemeldet über Trouble Call-Systeme. So ein Outage ist aber auch für ein Netzleitsystem interessant, weil natürlich das Netzleitsystem auch da weitere Maßnahmen ableiten muss oder entsprechende Vorsorgen treffen muss. Und um so einen, das ist jetzt ein Beispiel-Workflow oder ein Beispiel-Datenaustausch, um den zu beschreiben, gibt es ein Profil. Also alle Informationen, die notwendig sind, um zwischen einem Outage-Management-System und einem DMS-System oder Netzleitsystem Informationen im Zusammenhang mit dem Outage auszutauschen, gibt es ein Profil. Anderes Profil ist, wenn ich jetzt wirklich rein Datenaustausch, statischer Datenaustausch, dann gibt es auch auf der DMS-Seite ein, das heißt ein CDPSM, also Distribution Power System Model, das ist das Profil, um ein DMS-Netz, ein Verteilnetz zu beschreiben. Das hat dann zum Beispiel Spezifika, wie auch ein Unbalanced-Netz zu beschreiben, was ich in Europa im Low-Voltage-Bereich brauche, in den USA auch schon im Medium-Voltage-Bereich brauche. Gut, mit den Beispielen beziehe ich mich auf die oberen beiden Themen, also mit dem eigentlichen SIM-Modell, auf das semantische Modell. Ich denke, es ist aber auch sinnvoll, wenn ich über Profile einsteige, dass ich einfach das verstanden habe, wie die Grundsätze der Modellierung da sind. Wo ich mich nicht mit befasse, ist dann der untere Bereich, Message Syntax. Das sind im Prinzip die Formate, die letztendlich hinterher die Software interpretieren, auswerten und generieren muss. Für diejenigen, die mit der Modellierung selber befasst sind oder sich überlegen müssen, wie Schnittstellen logisch aufzubauen sind, die brauchen sich jetzt erstmal nicht mit dem konkreten Format auseinandersetzen. Dafür gibt es auch Tools, um solche Formate zu erzeugen. Was ich vielleicht noch sagen wollte, nachdem das heute früh auch eine Frage war mit dem RDF, also es gibt Profildefinitionen sowohl in XSD als auch in RDF, wobei XSD wird derzeit im Wesentlichen verwendet, um wirklich Messages zu definieren, also Messages im Sinne von Messages, die ich dann über einen Enterprise Service Bus schicken kann. Und RDF wird im Wesentlichen dafür verwendet, zum Beispiel das Modell eines statischen Netzes auf File-Basis auszutauschen. Also das sind so die wesentlichen unterschiedlichen Nutzungsbereiche, wobei beide sind XML-Formate und es gibt einfach, ja, es gibt Gründe für RDF, es gibt Gründe für XSD, das will ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Gut, jetzt kommen wir mal zu den Beispielen. Das ist jetzt erstmal nur so ein Bild, wie sieht das in einem im Enterprise Architect aus. Das ist ein Tool, mit dem man so ein Modell üblicherweise erfasst und dokumentiert und pflegt. Da gibt es textuelle Beschreibungen auf der einen Seite und es gibt eine grafische Repräsentation, um einfach die Beziehungen und die Inhalte dieses Modells darstellen zu können. Es ist auch diese Grafik, ist im Prinzip, wenn man sich mehr tiefer mit beschäftigt, eigentlich die einzige Möglichkeit, das zu überblicken. Gut, jetzt fangen wir mal mit einem ganz einfachen Beispiel an. Hier ist beschrieben ein Kreis auf einem Blatt Papier. Das kann aber genauso gut ein Kreis in einem Netzbild sein oder in einem schematischen oder geografischen Bild sein. So ein Kreis
wird beschrieben, mindestens mal mit seinen Koordinaten. Also ich muss wissen, wo das platziert ist, entweder auf dem Blatt Papier oder in meinem Bild und mit dem Radius. Damit habe ich schon mal im Wesentlichen einen Kreis. Dasselbe kann ich für andere Formen sagen. Also Kreis ist ja nur eine Ausprägung einer Form. Ein Rechteck oder ein Dreieck. Alle drei haben gemeinsam, dass sie mindestens mal die Koordinaten haben. Beim Kreis ist speziell, dass er sich durch den Radius definiert, beim Rechteck über die Seitenlängen und beim Dreieck, der hat natürlich, kann drei unterschiedliche Seitenlängen haben. Dann gibt es noch zum Rechteck das, die Spezialisierung eines Quadrates, wo ich gleiche Längen habe. Das ist jetzt mal so prinzipiell die Vorgehensweise, wie ich so ein Modell aufbaue. Also ich überlege mir, welche Gemeinsamkeiten habe ich zwischen den unterschiedlichen konkreten Objekten, also in dem Fall zwischen einem Kreis, einem Rechteck, einem Quadrat und einem Dreieck und versuche das zu abstrahieren, in dem Fall, indem ich die Klasse Form einführe. Den Hintergrund oder warum macht man das? Es ist ja oft so, je nach Anwendungsfall muss ich mehr oder weniger über das Objekt wissen. Also es gibt Anwendungen, für die muss ich nur wissen, dass es überhaupt n Formen auf dem Blatt Papier oder auf dem Bild gibt. Andere müssen genau wissen, wie die Seitenlängen sind. Also das ist einfach von Anwendungsfall zu Anwendungsfall unterschiedlich. Bei dem einfachen Beispiel ist vielleicht noch nicht ganz so einleuchtend, wenn man dann mal zu den wirklichen Betriebsmitteln kommt, da ist es noch, denke ich, noch sichtbarer. Gut, damit habe ich jetzt erstmal einen Objekttyp beschrieben. Diese Objekte leben natürlich nicht alleine, die stehen in Beziehung zu anderen Objekten. Und dazu gibt es verschiedene Modellierungsmöglichkeiten oder Modellierungsformen. Einmal eine Assoziation im Sinne zum Beispiel eine Form. Wenn ich die näher beschreiben will, dann brauche ich auch sowas wie Farbinformation oder Strichstärke, Strichart. So eine Information muss ich auch nicht bei jedem Objekt selber beschreiben, sondern ich kann die natürlich einmal beschreiben und auf mehrere Objekte anwenden. Damit entsteht dann eine Assoziation. In dem Fall kann jetzt eine Form, hat eine Stilart, mit der beschrieben wird, welche Farbe der Kreis hat zum Beispiel und welche Strichstärke verwendet wird. Ein Stil auf der anderen Seite kann mehreren Formen zugeordnet werden, wenn ich zum Beispiel einheitliche Farbgestaltung, einheitliche Strichstärken für eine ganze Gruppe von Objekten verwenden will. Eine andere Art der Beziehung ist die Aggregation. Das ist jetzt ein Beispiel, wenn ich an Single-Line-Diagramme, also Netzbilder, denke, dann gibt es ja häufig dieses Konzept von Layern, die ich beim Zoomen ein- und ausblende oder manuell ein- und ausblenden kann. Das heißt, so eine Form ist normalerweise einem Layer zugeordnet. Das ist jetzt hier ausgedrückt, ich kann eine Form einem Layer zuordnen, ich muss das aber nicht. Ich kann auch ohne Layer-Konzept arbeiten. Das ist jetzt so die Offenheit dieses ZIM-Modells. Wenn ich so ein Konzept gar nicht habe, dann kann ich auch so eine Form einfach nur dem Blatt Papier oder dem Weltbild zuordnen. Ich kann es immer nur einem Layer zuordnen. Das ist mit der 1 auf Seiten des Layers ausgedrückt.
Auf der anderen Seite enthält natürlich oder kann ein Layer null bis und mehrere Formen enthalten. Die Aggregation ist gekennzeichnet durch diese nicht ausgefüllte Raute auf der einen Seite, und das bedeutet auch, dass wenn ich in dem Fall den Layer lösche, dann würde ich damit nicht zwingend die Form löschen, weil die Form alleine auch existieren kann. Im Gegensatz dazu gibt es noch die Composition. Ist im Prinzip eine ähnliche Beziehung. Ich kann jetzt einer Form kann ich einen Ankerpunkt zuweisen. Ankerpunkt, da kann ich jetzt zum Beispiel Texte dranhängen, die dann geografisch in Relation zu dieser Form stehen, also in einem gewissen Abstand zu dieser Form auch gezeichnet werden. Da ist jetzt so, das ist jetzt gezeichnet durch das ausgefüllte, die ausgefüllte Raute. Das heißt, wenn ich die Form lösche, dann geht auch dieser Ankerpunkt weg. Warum? Weil der Ankerpunkt alleine keinen Sinn macht. Der macht nur Sinn im Zusammenhang mit der Form selber. Ohne Verbindung zu einer Form kann ich mit dem Ankerpunkt nichts anfangen. Gut, und das wäre dann für so ein einfaches Beispiel das komplette UML-Diagramm. Also ich habe in der Mitte gezeichnet die Form. Als allgemeiner Typ solcher zeichenbarer Objekte. Ich habe dann die Spezialisierung Kreis, Rechteck, Dreieck und dann nochmal eine weitere Spezialisierung, das Quadrat. Natürlich gibt es da mehr, das ist jetzt auch wieder natürlich nur ein Ausschnitt aus dem Spektrum, es gibt natürlich noch mehr Formen. Dann habe ich ein Beispiel für eine Komposition mit dem Ankerpunkt und ein Beispiel für eine Aggregation mit der Stilart, mit dem Layer. Und ich habe eine Assoziation mit der Stilart. So, jetzt kommen wir mal zu einem, wie geht man vor jetzt bei einer Modellierung von einem Element des elektrischen Netzes? Beispiel ist der Breaker, also der Leistungsschalter. Der hat bestimmte Eigenschaften, ist ein mechanisch steuerbares Device, das Strom unterbrechen kann und unter normalen und nicht normalen Bedingungen. Und davon abgeleitet oder daraus aus dieser groben Beschreibung abgeleitet, kann ich diesen Leistungsschalter abstrahieren. Der Leistungsschalter kann durch eine Schutzeinrichtung betätigt werden. Deshalb ist es ein Protection Equipment, also ein Equipment, was irgendwie dem Schutz unterliegt. Das ist ein Equipment, was die Eigenschaft hat, ich kann es öffnen oder schließen. Ist noch eine Verallgemeinerung. Also auch einen Trenner kann ich öffnen und schließen. Einen Trenner habe ich nicht einem Schutz zugeordnet. Es ist ein Teil des physikalischen Netzes, das Strom leitet. Deshalb ist es ein Conducting Equipment. Ein Conducting Equipment ist aber jetzt wieder auch nicht nur ein Schalter, sondern es könnten andere Elemente wie eine Leitung oder Transformator, das sind alles Conducting Equipments oder Transformator Windings. Es ist eine Art generisches Gerät, deshalb Equipment, und weil es eine Resource innerhalb des Stromnetzes ist, deshalb Power System Resource. Und das spiegelt sich dann in dieser Klassenhierarchie im ZIM-Modell wieder.
Also das fängt bei dem ganz allgemeinen Objekt, Identified Object, an. Das ist quasi die Wurzelklasse für die meisten ZIM-Klassen. Diese Klasse enthält so wichtige Sachen wie eine eindeutige ID, denn die brauche ich für alle Objekte, egal ob das jetzt ein Schalter ist oder ein Transformator oder auch irgendwelche logischen Einheiten wie eine Regelzone. Auch die muss ich eindeutig identifizieren. Die Power System Resource ist dann wiederum eine Spezialisierung im Sinne des Stromnetzes, kann aber sowohl was Physikalisches als auch was Logisches sein. Und das geht jetzt weiter runter bis zum Schalter, der halt, also alle Schalter haben gewisse Attribute gemeinsam. Und ein Protected Switch hat nochmal zusätzliche Eigenschaften, die ich für die aufgrund der Schutzeinrichtungen brauche. Und ein Leistungsschalter hat noch ganz spezifische Eigenschaften, weil der halt ein gewisses Verhalten hat, wenn man den einschaltet oder ausschaltet. So, wenn ich aber jetzt, weil das auch heute früh die Frage war, mich nicht mit dieser ganzen Hierarchie beschäftigen will, also das ist einfach abhängig von der Anwendung. Wenn ich zum Beispiel in einer Netzanalyse muss ich einen Schalter kennen. Ich muss nicht wissen, ob der von einem Schutz angeregt wird. Ich muss eigentlich nur den Zustand, den Schaltzustand quasi kennen. Das heißt, ich muss wissen, da ist im Netz ist an der Stelle ein Schalter drin, den ich auf und zu machen kann. Aber ich muss alles Weitere muss ich nicht wissen. Das heißt, für ein Profil, was nur für eine Netzanalyse notwendig verwendet wird, wird man sich wahrscheinlich auf die Ebene Switch begeben, weil alles drunter interessiert mich nicht. Das, was drüber ist, ist eh enthalten. Also das sieht man ja dann im Profil, sind dann alle Attribute, die mitkommen von den höheren Hierarchien, sind ja mit dabei. Auf der anderen Seite, wenn ich ins SCADA-System betrachte, das muss natürlich sehr wohl wissen, wie sich so ein Schalter verhält. Das muss also unten wissen, dass es ein Breaker ist. Also das kommt mit der Information, dass es ein Schalter ist, kann ich ins SCADA-System nicht betreiben. Und das ist die Antwort auf das, es hängt einfach davon ab, wozu ich es verwenden will oder muss. Gut, jetzt haben wir einzelne Elemente in einem Stromnetz, also in der Form würde ich dann einen Transformator und so weiter beschreiben. Ein Stromnetz zeichnet sich natürlich auch dadurch aus, dass es eine Topologie hat, das heißt, ich muss wissen, wie die einzelnen Elemente miteinander verbunden sind. Das ist jetzt hier auch mal an einem kleinen Beispiel dargestellt. Ich habe auf der einen Seite links einen Leistungsschalter, ich habe rechts das heißt, AC Line Segment ist quasi ein Leitungsstück oder ja, eine Leitung. Und ich habe eine Last, also entweder ein Versorger oder also irgendein Stromabnehmer. Und die sind natürlich miteinander topologisch verbunden. Wie macht man das in ZIM? Dazu gibt es einmal die Connectivity Nodes. Das sind im Prinzip Knotenpunkte, an denen ich was anschließen kann. Das ist hier in der Mitte unten gezeichnet, der ausgefüllte Kreis. Dann hat jedes Betriebsmittel hat Anschlusspunkte. Also es hat zum Beispiel ein Schalter, hat zwei Anschlusspunkte, immer an jeder Seite einen. Eine Last hat einen Anschlusspunkt. Eine Leitung hat auch an beiden Enden einen Anschlusspunkt. Und über diese Anschlusspunkte werden mit diesem Connectivity Node verbunden und damit ist die Topologie eindeutig beschrieben. Also ich weiß, auf welcher Seite es angeschlossen ist, was die Nachbarn sind. Das ist so das einfachste Modell. Und jetzt haben wir noch ein Beispiel, ein bisschen
Komplexeres, wie das aussieht, wenn ich mehrere Abzweige habe. Also in dem Fall habe ich eine Sammelschiene bei 17 kV und habe da einen Generator dran und habe Abgänge jeweils nach 33 und 132 kV, wo ich einmal wieder eine Last dran habe oder eine Leitung und halt da in ein Nachbarnetz kopple. Wenn man jetzt guckt, was gibt es da für Enzym? Breaker hat man ja schon. Der Generator, das ist Enzym, die synchrones Maschine. Sammelschiene, das ist eine Busbar-Section. Leitung, AC-Line-Segment. Und eine Last ist ein Energy-Consumer. Gut, und dann kommt dazwischen noch der Transformator, der ist als eigenes Konstrukt schon ein bisschen komplexer, weil der besteht ja auch aus zwei oder mehreren Windings, Spulen, oder ja, wie heißt es auf Deutsch? Das ist manchmal schwierig, das Wicklungen, richtig, Wicklungen. Und bildet aber zusammen dann, die Wicklungen zusammenbilden eine Einheit, der Transformator. Ja, ich erwähne es noch, das ist vor ZIM 15 war das so modelliert, heute sieht es ein bisschen anders aus mit dem neuesten Modell, aber es ist ähnlich geblieben. Gut, dann um so einen Netzbereich zu beschreiben, brauche ich normalerweise auch noch irgendwelche Container für logische organisatorische Gruppierungen, zum Beispiel die Spannungsebene. Also ich muss ja wissen, in welcher Spannungsebene der Abzweig liegt. Ich will normalerweise auch wissen, zu welcher Substation gehört er. Und weitere können auch geografische Areas sein. Also da gibt es beliebige Gruppierungsmittel oder Gruppierungsmöglichkeiten, die man da nutzen kann. Gut, und jetzt wieder an dem Beispiel, das ist jetzt nur unten an dem bei der Einspeisung dargestellt. Auch der Generator hat natürlich einen Anschlusspunkt und der Leistungsschalter hat die zwei. Und über den Connectivity-Node dazwischen sind die beiden, also der Generator mit dem Breaker, verbunden. So, und jetzt gucken wir uns das noch an, wie es jetzt, ohne dass ich das wirklich so zeichnerisch mit dem Netz darstelle, wie sieht das aus. Unten, das ist, denke ich, noch erkennbar, die synchrone Maschine, also der Generator hängt über diesen Connectivity-Node und wieder dessen Anschlusspunkt an dem Schalter. Dann wird es interessant mit der Busbar-Section. Die Busbar-Section, die hat auch einen Anschlusspunkt, obwohl man, wenn man das Ganze in physikalisch kennt, immer geneigt ist zu denken, die hat ja mehrere Punkte, wo man das anschließt, aber in Realität, egal wo ich das anschließe, ist es an der Sammelschiene angeschlossen, das heißt, auch aus ZIM-Sicht hat eine Busbar nur einen Anschlusspunkt und dieser Anschlusspunkt hängt wieder an einem Connectivity-Node und daran alle in dem Fall Transformer-Windings, Wicklungen, die dann in die anderen, in die unterlagerten Spannungsebene runterregeln. Gut, und bei den anderen Elementen ist es ähnlich. Also man muss einfach mal dieses Prinzip mit dem Connectivity-Node, den Anschlusspunkten verstanden haben, dann ist das Schema immer wieder das Gleiche. So, und in dem Fall haben wir jetzt auch noch den Base Voltage, das ist auch eine Eigenschaft, um den Objekten um zu spezifizieren, was ist die Nennspannung von den Betriebsmitteln.
Gut, also ich möchte jetzt eigentlich in der die Zusammenfassung gar nicht mehr so groß vortragen, weil ich denke, wir haben jetzt die, die Basiselemente in den Vorträgen schon überall erwähnt. Und ja, ich denke, wichtig ist immer wieder zu wiederholen, das, was der Herr Rüdiger auch immer gesagt hat, SIM ist ein Lösungskonzept, das ist nicht ein Satz von Standards, also ich muss einfach die Methodik dieser Modellierung verstehen und entsprechend für meine Problemstellung die Elemente aussuchen. Gut. Das wäre es von meiner Seite. Ja, Henriette, vielen Dank für die anschauliche Darstellung, wie man sowas modelliert. Ich glaube, das war doch sehr, sehr nachvollziehbar. Und ich glaube, wir haben uns da auch alle wieder irgendwo gefunden in diesen Containern mit der Spannungsebene und so weiter. Das erinnert einen doch, sagen wir mal, sehr auch noch ans Studium, wie das so war in der Energietechnik. Zu dem letzten Satz, es ist mehr ein Lösungskonzept, vielleicht ist es ein Standardlösungskonzept. Gibt es Fragen dazu? Vielleicht ganz kurz, weil wir sind ein bisschen hinten dran mit der Zeit. Ein, zwei Fragen können wir sicherlich gestatten. Ja? Sie hatten ja erwähnt, dass zwischen ZIM 14 und ZIM 15 gab es ja größere Änderungen in der Beschreibung des Transformators. Ja. Wie sieht denn das generell aus mit der Abwärts- und Aufwärtskompatibilität zwischen verschiedenen Versionen? Ich glaube, wir sind ja offiziell bei ZIM 16, ZIM 17 liegt in der Schublade. Wie sieht das eben aus, wenn ich ein fertiges Profil habe? Wie kann ich das benutzen, aufwärts und abwärts? Oder, und dann auch praktisch, wie kann ich es updaten? Wenn ich jetzt in meinem Enterprise Architect habe ich quasi mein Profil als Basis ZIM 15 und möchte jetzt quasi die Basis ändern auf ZIM 16. Gut, das ist natürlich ein heißes Thema, auch immer wieder offene Frage. Also erstmal muss man sagen, da gibt es noch nicht viel Automatisierung, weil mit einem Werkzeug wie dem Enterprise Architect kann ich natürlich relativ schnell einfach rausfinden, was sind die Unterschiede der beiden Versionen. Aber letztendlich muss ich, wenn ich jetzt ein Profil implementiert habe, und das ist ja eigentlich das Wesentliche, ich meine, die Profile, die sind ja dann in der neuen Version da. Das ist ja eigentlich nicht das Problem. Das Problem ist eigentlich, dass ich meine Software darauf anpassen muss. Und die Software, da muss ich halt wissen, was ich geändert habe. Also das ist einfach so. Also, weiß nicht, die Tanja will noch was dazu sagen. Ja, also im Grunde kann man es... Aber angenommen, ich hätte jetzt quasi ein Profil in ZIM 14 erstellt gehabt, habe meinen Transformator beschrieben und möchte jetzt ihn in ZIM 15 beschreiben, mein Profil mehr oder weniger aber gleich lassen. Da brauche ich ja jetzt quasi die neuen Klassen, die dort definiert wurden und muss ja auch neue Assoziationen setzen. Wie kann ich das wirklich praktisch umsetzen, so etwas, ohne mich komplett neu quasi auf den Weg zu machen, mein Profil noch einmal mit ZIM 15 als Basis zu erstellen? Oder muss ich es einfach machen?
Ja gut, also wie schon gesagt, die Tools, die bieten schon Möglichkeiten, um das Delta rauszufinden. Und das ist eigentlich das Wesentliche. Also ich muss halt wissen, in meinem Profil habe ich die und die Objekttypen drin. Und welche Objekttypen haben sich überhaupt geändert? Also es das heißt ja nicht, dass alles sich geändert hat, sondern in dem Fall ist zum Beispiel ist gerade der Transformator, das ist halt gravierender geändert worden. Das heißt, ich muss mal rausfinden, welche Objekttypen sind betroffen und dann muss ich für die Objekttypen rausfinden, was hat sich geändert. Es bleibt einfach nicht, es geht nicht anders. Also da gibt es keine Magic, die von einer Version zur anderen diese Modellierung hebt. Also man kann es auch vergleichen, ich weiß nicht, ob Sie Softwareentwicklung kennen, das ist ähnlich, wenn ich Software entwickle, ich habe ein Datenbankschema und bei der nächsten Version habe ich ein anderes Datenbankschema und ein anderer hat eine Applikation, das genau auf dieses Schema drauf zugreift, dann habe ich einfach ein bisschen Arbeit. Also okay. Das Schöne ist wirklich, ich habe da auch Tools, die mir da schon helfen. Ich denke, das ist einfacher, als wenn ich einfach nur ein Excel-File oder irgend sonst was habe. Aber es ist natürlich auch Arbeit dahinter. Darf ich da noch ganz kurz auch darauf antworten? Die Frage ist ja, warum wollen Sie das tun, wenn Sie es einmal definiert haben? Die meisten Projekte fangen irgendwann mit einer ZIM-Version an, die zum dem Zeitpunkt zum Projektstart zur Verfügung stellt. Und erstellen das ZIM-Modell und müssen natürlich auch ihre Systeme ertüchtigen, mit diesem ZIM-Modell oder zu kommunizieren. So, bis das Ganze mal in Betrieb ist, gibt es definitiv die nächste ZIM-Version. Und wir sind ja alle gerne Leute, die das Neueste haben wollen. Und wenn es nur das Neueste ist, aber manchmal sind auch Sachen drin, die durchaus brauchbar sind, weil sie vielleicht vorher nicht da sind. Die können Sie in Ihrem Modell unter Umständen auch als private Erweiterungen reinmachen mit Ihrem ZIM-Vorgängermodellkern. Die Frage ist wirklich, wann lohnt es sich dann, Ihr gesamtes Modell umzustellen auf eine neue Version? Das ist eine betriebswirtschaftliche Entscheidung. Die meisten bleiben wirklich auf der Version, die sie haben, für lange Zeit, auch wenn sie mal sagen, oh, wir wollen was Neues haben, aber nur wenn wirklich der Druck so groß ist, weil ich jetzt irgendwie was Neues machen muss und neu extern kommunizieren muss, dann kann ich mir Gedanken machen, ob da ich wirklich auf eine neue ZIM-Version gehen muss oder will. Okay, jo, Dankeschön.